Und hallo Leute, mein Name ist Gutko und willkommen zurück zu Let's Play Mario vs. Donkey Kong 2. Das letzte Mal hatten wir den vierten Stock Lavadom abgeschlossen. Was ich gar nicht bemerkt hatte, war, dass ich Donkey Kong in der letzten Sekunde besiegt habe. Ich hatte wirklich nur eine Sekunde übrig. Mir ist jetzt erst aufgefallen, als es in den Kommentaren erwähnt worden ist. Danke nochmal dafür, mir ist das, wie ich schon gesagt, selber gar nicht aufgefallen. Und jetzt fangen wir an mit dem fünften Stock Pilzpalast, Raum 1. Schauen wir uns mal an, was es im Pilzpalast gibt. Okay, es sind auf jeden Fall 4 Mini-Marios. Die Musik ist schon cool. Okay, hier ist eine Piranha-Pflanze, ein roter Schalter, so ein bisschen will sie aufhalten. Okay, weiter oben gibt es einen blauen Schalter, der den hier nur zu der Münze bringt und die andere Piranha-Pflanze ausschaltet. Okay, der Buchstabe befindet sich hier unten und das Ziel, ist hier. Dazu braucht man unbedingt den blauen Schalter. Die Frage ist nur, mit wem fange ich an? Und ich fällt gerade auf, wenn ich auf dem... Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Das ist ja blöd, wenn man zum Ausgang will. Okay, ich habe eine Idee. Wir fangen mit diesem Mini-Mario an. Oh, sogar mit original Pilzpalast-Musik, das ist genial. Okay, holen wir erstmal den Buchstaben ganz in Ruhe. Dann aktivieren wir diesen Schalter hier. Oh, das war nicht so ganz intelligent, glaube ich. Aktivieren einen Moment kurz wieder den roten Schalter. Oh, das war auch nicht... Fängt ja schon sehr gut an. Schnell durch. Oh, bravo, Mini-Mario. So. Jetzt einen Moment warten. Wir müssen erstmal das Feuer einsperren, damit wir in Ruhe weitermachen können. So ungefähr. Okay, perfekt. Jetzt sind alle Piranha-Pflanzen erstmal ausgeschalten. Das heißt, mit den beiden gehen wir erstmal nach links. Mit dem Aufzug hinunter und bringen sie erstmal weiter rechts in Sicherheit. Ungefähr so, perfekt. Hol noch den vierten Mini-Mario von oben rechts auch runter. Halt. Überlebt er das? Oh oh, ich hoffe es. Und er hat überlebt. Hurra, Gott sei Dank. Okay, jetzt bringen wir diese Minimaris auch noch nach oben zu den anderen. Auf geht's. Halt, was machst denn du? Du sollst nach oben zu den anderen. Perfekt. Warte. Okay, alle erstmal. Ihr sollt doch nur verdammt nochmal stehen bleiben. Was ist denn daran so schwer zu kapieren? Okay, euch auch nochmal. Wow, hey, nicht in den Tod. Nein! Oh, Junge, Alter! Ihr sollt auf mich hören, verdammt. Okay. Ganz in Ruhe noch einmal. So, rüber. Ich hasse euch. Okay, erstmal du hoch. Wir haben ja noch ein wenig Zeit, also... Aber wenn ihr jetzt aufhören würdet, rumzualbern, wäre das sehr nett von euch. Okay, der nächste rüber. Du bleibst stehen. Hoch. Es geht doch. Und jetzt noch der eine hier. Rüber, nach oben. Und stopp. Oh. Jetzt muss ich aber erst irgendwie den blauen aktivieren. Die drei lasse ich hier. Einen nehme ich nur mit. Ich sagte, einen nehme ich nur mit. Du kannst gleich wieder zurück. Okay. Oh, tut mir leid, wenn ich mich da aufrege, aber es war gerade ein wenig nervig. Hier den blauen Schalter aktivieren. Und jetzt muss man nur noch rechtzeitig... Ah, das war's. Alle ins Ziel. 2, 3, 4. Ich habe hier nicht gesehen, dass hier auch eine blaue Brücke war, die die Pflanze aufhält. Auf jeden Fall ist der erste Raum damit abgeschlossen. Und den Buchstaben haben wir auch. Sehr gut. Okay, den Silberstein haben wir schon. Das ist ja wie immer kein Problem. Ja, perfekte Kette. Okay, machen wir gleich weiter mit Raum 2. Okay, 1, 2 Mini-Marios, mal nur 2 Mini-Marios und nicht unbedingt immer 3. Okay, das Wasser können wir wieder ein wenig verändern, den Wasserpegel. Müssen wir später auch machen, um ins Ziel zu kommen. Okay, der Buchstabe befindet sich hier. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Ich muss auf jeden Fall den blauen Schalter hier oben aktivieren. Und wo ist die Röhre, die mich denn da... What the hell? Ich verstehe. Ich hab's verstanden. Okay, erstmal gehen wir mit diesem hier hinüber und aktivieren den blauen Schalter. Das ist tatsächlich diesmal mal nur, um den Buchstaben zu holen, aber das machen wir. So, auf dieses Affenspielzeug. Komm schon. Braver Affe. Hier hoch. Und den blauen Schalter aktivieren.
Ein bisschen weiter nach links. So, und den Schalter aktivieren. Gut, du bleibst dort. Jetzt müssen wir erst einen Moment warten. Und dann müssen wir mit dem zweiten Mini-Mario auf dieses Wasserboot-Ding ins Kirchen rüber. Und hier hinauf. Perfekt. Dadurch begeben wir uns durch den Schalter und gelangen zum Buchstaben. Yay! Und wir haben den Buchstaben. Okay, jetzt ist es nicht mehr spät. Jetzt muss ich eigentlich nur noch das Ziel erreichen. Das heißt, wie mache ich das jetzt am besten? Ich weiß wie. Ich muss hier erstmal Wasser reinlassen. Wasser hinein. Perfekt. Okay. Hier dafür Wasser hinaus erstmal. Okay. Gut, dann muss ich mit diesem Mini-Mario erst einmal hier... Nein, halt. Ich muss den Affen, das Affenspielzeug benutzen. So. Um hier hinüber zu gelangen. Dann durch die Röhre. Und schön auf dieses Boot Wasser-Ding ins Kirchenspielzeug drauf. Wasser hinunterlassen. Nein, halt. Wasser wieder hoch. Oh, opala, ich habe den Mini-Mario ertränkt. Das wollte ich nicht. Verdammt, jetzt darf ich das Level kurz nochmal machen. Okay, okay. Aber wir wissen ja, wie der Anfang schon mal geht. Also, alles wie gehabt. Erstmal hier durch. Nee, Quatsch, nicht hier durch. Erstmal perfekt auf dem Affenspielzeug. Perfekt. Hoch. Und gleich, wow, und gleich den blauen Schalter aktiviert. Wieder zurück mit dem Affenspielzeug. Halt, lauf. Okay, kann ja erstmal stehen bleiben. Gut, dann du... Komm, 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 komm. Wow, war das knapp. Okay. Hier drauf. Moment. Ich habe eine Idee. Wir lassen diesen Mini-Mario auch schon mal durch die Röhre hinunter. So kann ich es mir eigentlich einfacher machen. Kurz warten. Komm schon zurück. Und hier drauf. Und den lassen wir jetzt eine ganze Weile da drauf. Mit diesem Mario gehen wir einfach nur hinüber. Genau hier entlang. Den Buchstaben holen. Ist eigentlich jedes Mal ziemlich egal, dass ich Rotschild aktiviert habe. Denn nun lasse ich nur noch hier das Wasser hinunter. Perfekt. Die Frage ist, überlebt er das? Probieren wir es aus. Und er überlebt. Wenn er jetzt nicht... Perfekt. Und die zwei Minimarios wären schon im Ziel. Das war's mit Raum 2. Yay. Und das I haben wir auch. Okay. Komm schon. Punkte. I love Punkte. Punkte. Und Silberstern. Gut. Weiter geht's mit 5. Stock. Raum 3. Okay. Wir haben 4 Minimarios. Sieht man schon hier oben. Hier sind die ersten zwei. Da ist der dritte und hier versteckt sich der vierte, der auch noch ein goldener ist. Der Buchstabe ist hier, okay. Viel mit Plattformen diesmal, wie man jetzt schon sehen kann. Die sind neu, falls ihr das noch nicht wusstet. Okay. Das Ziel ist da oben. Okay, Aufzüge hier hoch. Ich hab's schon verstanden. Okay. Mit dir holen wir erstmal den Buchstaben, weil du so wunderschön aussiehst. Also müssen wir erstmal warten. Halt. Schnell rüber. Ah, verdammt. Okay. Wow, das war. Wow, das hatte ich nicht kommen sehen. Du wartest hier erstmal, bis die eine Plattform wieder zurückkommt. Und hinüber. Das ist natürlich mal wieder nur, um den Buchstaben zu holen. Aber das ist okay. Denn wir wollen den Buchstaben schnell wieder umdrehen. Perfekt. Ich mag es, wenn die Minimarios verstehen, was sie tun sollen. Okay, wieder zurück. Weiter zurück. Und kurz stehen bleiben. Okay, dich auch auf eine Plattform, dich auch auf eine Plattform. Okay, wir müssen die nämlich irgendwie hinüber buxieren jetzt. Moment mal, holen wir dich auch noch ab und setzen dich auf eine dritte Plattform ab. Ungefähr so. Okay, dich müssen wir auch noch ab. Du fehlst dir auch noch. Holen wir dich auch schon mal ab. Oh Gott, okay, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Okay, ich hätte auf diese gehen sollen, das wäre am praktischsten gewesen. Egal, jetzt bewegen wir eben nur diesen Mini-Mario. Aktivieren erstmal den roten Schalter. Weiter durch. Und du wartest hier. Nein, Moment, du wartest nicht hier. Sondern am besten hier unten. Um schön Platz zu lassen für die anderen Mini-Marios. Gut, dann kann dieser Mini-Mario rüber. Lauf, Forest! Und geschafft. Perfekt. Müssen wir noch die anderen zwei holen. Na, 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 na. Es geht weiter endlich. Okay, holen wir die zweiten auch gleich ab. Ich mach's diesmal nicht so umständlich. Komm, du das auch gleich mit. Schnell rüber. Perfekt. Stopp. Alle beruhigen sich wieder, bitte. Dankeschön. Ich muss rot aktiviert lassen. Dann mach ich's mir gar nicht schwer. Was wird denn das?
Stopp. Beruhigt euch doch. Hallo, es ist nichts Böses hier im Gange. Also beruhigt euch. Genau. Einer schon mal oben. Den zweiten auch zu dem Aufzug. Jawohl. Gut, die anderen zwei müssen wir rüberbringen zum anderen Aufzug. Dürfte gleich weitergehen. Perfekt. Alle vier fahren hoch. Einer muss kurz den roten Schalter da hinten aktivieren. Und alle dürfen ganz brav ins Ziel hinein. Halt, du, da musst du natürlich umdrehen. Und Raum 3 wäre auch geschafft. Yay! Wuhu! It's a go! Okay. Punkte. Den Superstern haben wir schon mal. Das finde ich awesome. Okay, und damit wär's das auch schon. Gut, Roboter, Stock 5, Raum 4. Wir haben 2, 3, 4 Mini-Marios noch. Boah, sind das viele! 4 Mini-Marios. Hier ist der Buchstabe I, den wir nachher holen müssen auf jeden Fall. Dafür muss ich aber rot aktivieren. Das befindet sich hier unten, okay. Diese Plattform kommen wir ein wenig suspekt. Ah, ich verstehe, das hat was mit Gewicht zu... Okay. Ich verstehe. Wow, die Blöcke gibt's auch mal wieder seit langem. Nach langem, meine ich. Okay, da ist das Ziel. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Moment, einen Moment noch. Das verstehe ich schon, was ich hier zu tun habe, aber... I have an idea. Okay, wir bewegen erstmal diesen Mini-Mario erstmal hier runter, um den roten Schalter zu aktivieren. Stopp, genau. Und danach ist Stopp. Brav, der hat's kapiert. Er hat's verstanden. Gut, dann bewegen wir diesen Mini-Mario erst einmal auf die Plattform und lassen ihn hier drauf. Dadurch gibt's Gewichtverlagerung, wie man hier sieht. Und verdammte Shit. Okay, ich hätte andersrum anfangen sollen, aber es ist noch machbar. Es ist nichts Schlimmes passiert. Wir müssen nämlich zuerst den Launch-Schalter aktivieren. Okay, Stopp. Dann diesen Mini-Mario auf die Plattform bringen. Da auf beiden Seiten ein Mini-Mario jeweils ist, ist das Gewicht gleich verlagert. Wenn ich jedoch diesen zweiten auch noch drauf bringe, geht es nach oben. So, jetzt musst du kurz nochmal den roten Schalter aktivieren. Perfekt. Und diese Mini-Mario kann den Buchstaben I holen. Yay! This is the perfect. Okay, jetzt aktiviere ich den blauen Schalter. Lasse den hier hinunter und muss überlegen. Das Ziel ist gleich da vorne. Jedoch haben die gutes Gewicht. Moment, ich bringe... Nein. Ihr seid Schwachköpfe. Jetzt kriege ich euch nicht mehr zurück. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Ich muss einfach lediglich nur noch hier diesen Mini-Mario nach oben schnell umdrehen. Genau. Auf die Plattform drauf, ganz brav. Und hier ins Ziel hinein. Und das war's auch schon. Halt! Wow. Und alle ins Ziel. Okay, das war zwar keine perfekte Kette, aber egal. Somit ist doch schon Stock 5, Raum 4 abgeschlossen. Das war ziemlich einfach. Aber wenig Punkte dafür diesmal. Aber den Silberstein habe ich trotzdem. Also von dem her. Fünfter Stock, Raum 5. Passt noch rein. Wir haben einen, zwei, drei Mini-Marios. Das ist in Ordnung. Mal nicht vier. Okay, in die Röhre komme ich nicht. Die ist zu weit oben. Ein Wump. Den kennen wir. Okay. Hier die Piranha-Pflanzen, die sich hier lieben. Noch ein Wump und noch eine Piranha-Pflanze. Okay, der Buchstabe befindet sich... Okay, Moment, hier ist das Ziel. Wo zum Teufel ist der Buchstabe? Hallo? Buchstabe, Fragezeichen? Ah, okay, hier... Boah, hier hinter dem Wump. Das heißt, ich musste es schaffen, den Wump irgendwie unten einzusperren, damit ich mit den... Okay, ich verstehe. Ich verstehe und ich weiß auch, wie ich das machen kann. Wir bewegen erstmal diesen Mini-Mario. Ganz brav auf diesen roten Schalter. Halt! Geh zurück. Auf diesen roten Schalter. Jetzt hat er es kapiert. Und lassen ihn kurz warten. Diesen platzieren wir schon vor dem gelben Schalter, denn nun müssen wir ihn hier stehen lassen. Schnell springen! Und der Wump ist eingesperrt. Perfekt. Jawohl, okay. Gut, dann müssen wir nur noch mit ihm auf diesen Sprungwehr springen und hätten schon mal den Buchstaben. Das ist das eins der wichtigsten für mich. Okay, dann aktivieren wir wieder den roten Schalter. Halt, den roten Schalter. Damit der Wump wieder nach oben kann und wir ihn wieder einsperren können. Oben. Ich wollte ja nur kurz den Buchstaben holen eigentlich. Also, einsperren. Jawohl, dann kann dieser Mini-Mario schon mal nach unten. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch den anderen Mini-Mario abholen und hätten dann das... Das haben wir schon geschafft. Haha. Okay, kurz warten lassen wegen dem Wump.
muss man immer gut vorbereitet sein. Schnell rüber. Perfekt. Die Münzen sind uns ja eigentlich relativ egal, weil ich bin nicht so Goldsterne-süchtig oder sowas. Deshalb lassen wir die ganze Zeit nach rechts laufen, aktivieren hier den blauen Schalter und lassen alle drei einfach nur noch Richtung Ziel laufen. 1, 2 und 3 und alle sind im Ziel. Dam, da, da, dam. Yeah! Okay. Wir halten Punkte, 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 Punkte. Und den Zilberstern haben wir auch. Perfekte Kette, yay. Okay, wir hätten also die Hälfte der Welt schon abgeschlossen. In einem Part, das ist sehr gut. Jedoch muss ich ihn jetzt beenden, deshalb sage ich, mein Name ist Gutko, das war's für heute mit Let's Play Mario vs. Donkey Kong 2. Bis zum nächsten Mal und bye bye.